Ja, Mahlzeit, liebe Angelfreunde. Ihr seht, der Winter eignet sich dem Ende zu, wird langsam warm. Darum will ich es heute mal probieren, auf Karpfen zu fiedern. Und ob das funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Einrühren. Dazu habe ich hier Frühlingsfutter hier, Zeit zur Frühlingsfutter, und werden wir noch ein bisschen Erdbeeren mit dranhauen. Ganz einfach, weil in dem Erdbeer, habe ich so gesehen, sind ein paar größere Stückchen. Und da ich ja vorhabe, auf Karpfen zu fiedern, ja, voller Körpereinsatz, also ich werde mir erstmal so eine halbe Tüte hiervon und eine halbe Tüte davon reinkragen. So, also so eine Menge ungefähr. Ja, hole ich mir mal Wasser und dann quirl ich das an. So, und da ich ja nicht auf Weißfisch, sondern auf Karpfen widern will, habe ich hier noch eine Büchse Mais. Die war schon angefangen. Fahre ich mir mit rein. Ist schon recht rotzig, sind schon ein paar Tage offen. Dann kommen noch dran. Oh, hier habe ich noch alte Maden. Also hier, die haben sich schon verpuppt. Habe ich mir mit rein. Und ein paar Pinkies. Aber nicht alle. Ich will mir noch ein paar auf den Haken hängen. So. Dazu noch eine kleine Handvoll fischigen Pellets. Also nicht viel. Wirklich bloß so viel. Ui. Kriegst du nicht hoch. Wirklich bloß so eine kleine Handvoll mit dran, weil jetzt haben wir es so gegen um 3, bis um 9 rum will ich ungefähr bleiben, und wenn die Dämmerung beginnt, werde ich vom normalen Feederkorb auf Matted Korb umbauen, und dann werde ich mit Pellets angeln, und zwar einmal mit fischigen und einmal mit Erdbeerpellets. Ich habe ja das Erdbeerfutter dran, so dass quasi die Geschmacksrichtungen schon mal abgedeckt sind, und durch mein Angeln jetzt mit dem Futterkorb, ich werde jetzt erstmal mit Maismade angeln, vielleicht auf eine Route auch schon im Pellet. Ja, vielleicht fange ich auch mal bei Weißfische zum Spaß am Anfang, aber Ziel ist wirklich Karpfen oder meine schöne Schleie, mal gucken. Und ja, durch den Futterkorb bringe ich natürlich erstmal ein bisschen Futter ins Wasser und schmeiße mir nachher auf die Stellen dann auch meinen Mettetkorb. So, ich rühre mir das jetzt schnell an und ja, baue auf und zeige euch dann mal schnell die Montagen. Also ihr seht schon, eine wirklich geile Mischung, schön bunt, sage ich mal. Einfach mal, dass ein bisschen schön was am Platz liegen bleibt und auch wirklich nicht bloß der Weißfisch an den Platz kommt, sondern vielleicht auch mal ein paar Karpfen. Ja, und hier, das bröselt auch schön. Das quillt jetzt noch ein bisschen nach. So. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Fische da drüben besser beißen, aber da ist es so schattig, und boah, angeln soll ja auch ein bisschen immer das Gemüt stärken, deswegen angle ich ja schön in der Sonne, entweder sieht was oder sieht nichts. Wie gesagt, das Wasser wird warm langsam, der Frühling ist da,
Warum sollen die Fische nicht hier sein? Ich habe echt keinen Bock, da hinten im Schatten zu sitzen. Thermometer sagt so um die 8 Grad in der Sonne. Also da hinten werden dann vielleicht bloß 4 oder 5 sein. Aber ich will ein bisschen die Sonne genießen. Angeln soll ja Spaß machen. Geht ja nicht nur darum, riesen Fische zu fangen. Für manche schon, für mich nicht. Also ich finde es geil, hier in der Natur zu sitzen und ein bisschen die Sonne zu genießen. Ja, so viel dazu. So, Kescher. Ja, das ist wirklich ein geiler Kescher hier. Zack, packen wir schon mal auf. Man weiß ja nie. Also hier auch so mein Allround-Kescher von Arabaima. Tippitoppi. Abhackmatte liegt auch schon bereit. Immer wichtig beim Karpfenangeln, weil Fische untermaßig sind, will man die auch ordentlich behandeln. Sag mal, eine günstige Abhackmatte ist wirklich für jeden erschwinglich. Was kosten die? 30 Euro oder was? Muss ja jetzt nicht das Premium-Modell sein. Und wer die 30 Euro nicht hat, sag mal, eine Mülltüte oder irgendwas. Hauptsache, es liegt was drunter, tut es auch. So, ich werde ja schön bequem von meinem Dreibein angeln. Mache ich es richtig hoch. Ne, ich werde es auf der Höhe lassen. Also lasse ich dann noch abends stehen, wenn es dunkel ist. Beim Matted Feeder, ich habe hier so eine, gab es beim Lidl für 9 Euro. Da kann man so eine Teile draufstecken. Dann kann man einen Bissanzeiger dran machen. Wirklich super Ding. Echt geil. Also für den Preis, boah, da kann man nicht viel verkehrt machen. So, ich stelle mir den gleich so ein bisschen rechtwinklig. Ich will nach da raus angeln, dass die Ruten quasi so liegen. Eigentlich könnte noch ein bisschen mehr. Boden ist noch weich. Kann ich den schön festpiegen. Steht er wie eine Bombe, wie eine Eins. Ja, Ruten, nehme ich wieder meine ganz normalen Fiederruten. Montage hängt schon dran. Noch vom letzten Mal. Also ich mache das nicht ab. Pack das so ein. Ja, mit dem Resultat, dass es dann auch manchmal verfitzt ist. Aber überhaupt kein Problem. So, also das ist eine 3,90 Meter Fiederrute. Das hat ein Wurfgewicht, aber viele wollen das immer wissen. 70 bis 140 Gramm Wurfgewicht. Ich habe jetzt die mittelschwere Spitze drauf. Also muss ich mal gucken, was die hat. Ich glaube 1,5 Unzen. Also pff, ja, schon etwas stabiler, sage ich mal, oder sogar 2 Unzen. Fürs Karpfenfiedern völlig ausreichend. Ich werde nicht Weißfischfiedern. Ich mache zwar erstmal einen kleinen Haken dran, ein bisschen spaßsam, um mich zu entschneidern. Also hier den Haken lasse ich dran. Was wird denn das sein? Hakengröße. Pff, 14, 10, ach was weiß ich. Ja, hier am Wirbel. Eine Perle davor, die quasi den Knoten schützt. Durchlaufboom, Futterkorb. Ja, und das war es eigentlich schon zur Montage. Also völlig simpel. Nicht viel Schnickimicki. Könnte ich eigentlich gleich noch raushauen. Da liegt schon mal eine Rute. So, kann ich auch machen. Vielleicht beißt ja da schon Fisch. Pinkies. Den Mais. Oh, hier sind noch Pinkies drin. Den Mais und Pinkies jetzt zum Anködern werde ich gleich hier aus dem Futter nehmen. Da hat er wenigstens schon ein bisschen den Geruch vom Futter angenommen. Das Vorfach ist ein bisschen lang, werde ich vielleicht nachher noch kürzen. Also ich schiebe mir erstmal hinten
Bingi drauf. Dann ein Maiskorn. Ich zeige es euch gleich nochmal. Maiskorn. Dann nochmal ein Bingi. Zuckerkopf voll. So. Und dann ist die ganze Sache schon fertig. Also hier schön Futterkopf voll, der wird sich gleich entleeren. Und ganz klassisch erstmal schön Maismade. Das Ganze haue ich mir hier gerade raus, so circa 20 Meter. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. So gut bin ich nicht im Schätzen. Lass das absacken. Zieh den Korb kurz an. Und dann liegt die ganze Sache schon. Den Korb ziehe ich an. Ich habe schon ein paar Mal erklärt, aber für die, die neu sind, den ziehe ich an, dass der sich quasi entleert. Und meine Made dann in dieser Futterspur, mein Köder in dieser Futterspur drinne liegt. So, dass quasi der Fisch diesen Platz dort findet, wo das Futter liegt und mein Köder mit. Ja, da liegt die erste Rute schon. Na, gucken wir mal. Das ist eine Freilaufrolle. Freilauf ist offen, der ist ganz fein. Und ja, so kann ich wenigstens ein bisschen tun und muss nicht permanent darauf achten, weil wenn da kein Freilauf ist, dann dreht lieber vorne die Bremse auf, weil wir gerade beim Karpfenfiedern oder beziehungsweise jetzt werden ja die Karpfen aktiv. Ich sag mal, selbst ein 50er Karpfen, wenn der richtig zieht, der zieht euch die Rute ins Wasser. Also Freilauf entweder off oder halt vorne eure Kopfbremse. Ja. So. Zweite Rute ist genau dasselbe, gleiche Montage, nur ein bisschen kürzer die Rute, 3,60 Meter, nicht 3,90 Meter. Das macht sich immer ganz gut, gerade auf so ein Freibein. Wenn da eine Rute länger und eine kürzer ist, kann ich quasi die schön nebeneinander legen und habe oben so viel Platz. Funktioniert aber auch, wenn ihr eure Ruten einfach ein Stückchen weiter nach hinten legt, also versetzt hinlegt. Wo es auch fertig, seht ihr, also so beim Fiedern sind die Freiläufe so eingestellt bei mir, dass die wirklich, wenn was beißt, leicht wegziehen können. Ich meine, beim Fiedern sitzt man ja immer schön daneben, passt auf, wenn es beißt, klack, Freilauf zu, oder geht ja auch bei einer Kurbelung, sind die zu, so dass er da relativ schnell anschlagen kann. Also, ihr seht ihr nochmal, nehme euch mal ein bisschen ran. Ihr seht da nochmal den Unterschied. Also oben ein Spitzen. Die eine ein bisschen kürzer, die andere länger. Die andere länger, so dass sich quasi Spitzen nicht behaken. Hier wäre ich. Auf die Route werde ich allerdings in roten Knoblauchmais machen. Stinkt wirklich wie die Höllensau, hat auch schon gute Erfolge gebracht, das Zeug. Und auch einen etwas kleineren Korb von 20 Gramm, oder nehme ich einen größeren. Ich versuche es erstmal mit den 20 Gramm. Hier ganz zarter 20 Gramm Korb, unten das Maiskorn, Hakenspitze ist frei,
Und dann kann die ganze Sache schon raus. Die werde ich aber nicht allzu weit raus. Die werde ich hier so ein bisschen weiter nach links werfen. Auch absacken. Kurz anziehen. So, und dann kann die ganze Angelei schon beginnen. Ich richte mich jetzt so ein bisschen ein, stelle mir einen Stuhl schön in die Sonne und ja, alles weitere sehen wir gleich. Ja, Leute, der erste Fisch hat gebissen. Fühlt sich aber nicht an wie Karpfen. Ja, jetzt kriege ich den so hier oben. Oh, aber trotzdem ein schöner. Da kann sich das trotzdem schon sehen lassen. Ja, wie ich anfangs schon sagte, mache ich erstmal meist Maden, um ein bisschen Spaß zu haben. Und ja, sag mal, es geht was, entschneidert bin ich. Geil. Das ist wirklich schön. Er geht natürlich zurück, ist nicht der Zierfisch. Dann ein bisschen schwimmen und ein bisschen wachsen. Ja, aber jetzt zwar noch nicht der Zierfisch, aber es geht was. Das ist doch immer schön, wenn man nicht umsonst ans Wasser gefahren ist. Wie gesagt, ich bin jetzt mit Aufbau vielleicht eine halbe Stunde hier. Oh. Da will ich mich doch nicht beschweren. Das ist auf jeden Fall für mich ein Zeichen. Fische sind aktiv, die fressen. Ja, warum sollen da die Karpfen nicht auch fressen? Also gebissen hat er auf diesen roten Knoblauchmais. Den wollte er haben. Und mal gleich so wieder dran. Das war eben doch die kürzere Route. Müssen wir mal gucken. Wenn das jetzt vermehrt hier vorne auf der Route beißt, nehme ich die anderen natürlich auch ein Stückchen rein. Weil meine Vermutung ist einfach, durch die Sonne heute, dass sich die Fische doch eher ufernah aufhalten. Wir hatten es ja neulich schon mal in dem Film, wo die Fische dann auch ganz nah am Ufer waren, wo es tagsüber so sonnig war. Und ja, müssen wir mal gucken, ob das heute genauso ist. Auf jeden Fall mal mega, dass ich schon entschneidert bin nach einer halben Stunde. Super, so kann es weitergehen. Ich hoffe mal, dass es so weitergeht. Nicht, dass es nur mal ein Ausreißer ist, kann ja auch immer mal sein. Aber ich denke mal, wie gesagt, der Frühling steht in Startlöchern. Es geht los, die Fische wollen jetzt fressen. Ich werde gleich nochmal das Wasser messen. Und ja, eigentlich müsste es heute mal klappen, einen Karpfen oder irgendwas zu fangen. Also eigentlich hat es so immer mal im... Ja, wenn ihr die Filme vom letzten Jahr im Frühling seht, hat es eigentlich meistens geklappt, wenn ich irgendwo auf Karpfen oder Schleie gefiedert habe. Guckt euch mal die alten Videos an. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht immer gleich. Die Bedingungen können gleich sein, das heißt aber nicht, dass die Fische gleich gut fressen. Ich hoffe es einfach mal, dass heute was geht. Petri. So, also ich habe mir meine Konstruktion fürs Thermometer gebaut. Das sagt jetzt gerade 15 Grad an der Sonne, echt geil. Also Mütze ist auch, ja, könnte man vielleicht absetzen, aber ist so gemütlich. Denke ich jetzt einfach mal hier rein. Dann warte ich mal so 5 Minuten und dann gucken wir mal, wie viel Grad wir haben. Naja, guck mal, seht ihr das? Also zwischen 6 und 7 Grad, also meiner Erfahrung nach, beißen da die Karpfen schon. Zwar noch nicht gut, aber sie beißen. Also meistens so ab 4 bis 5 Grad werden die aktiv. Ja. Gut, hier vorne am Rand kann es sein, dass ein bisschen wärmer ist, aber ich vermute, die beißen. Ob es so ist,
Werden wir am Ende des Tages sehen. Auf jeden Fall übelst geil in der Sonne. Also ich sitze ja so schön im Stuhl. Gleich mal runter. Hui. Seht ihr mich? Ah. Ja, so halb. Also ich kann mich schön zurücklehnen, kann schön die Routen beobachten und kann mir schön die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Nach dem langen Winter, also Wahnsinn, ich dachte schon, der will überhaupt nicht mehr aufhören. Ah. Jetzt endlich Sonne genießen, herrlich. Also Temperaturen steigen jetzt von Tag zu Tag. Wir haben jetzt Mitte März. Echt geil. So, also ich habe euch ja gesagt, ich will euch das mal mit dem Clip zeigen. Also, dreh mal. Hier an eurer Angelrute habt ihr so einen Clip. In dem Fall ist der aus so einem, was ist denn das, ein bisschen härteren Gummi. Die ist nicht dazu da, dass ihr die Schnur dort festmachen könnt, wenn ihr das abmacht, sondern die ist dafür da, dass ihr immer die gleiche Weite beim Werfen habt. Dazu klippt ihr euch die Schnur einfach so ein. So, jetzt habe ich sie eingeklippt, das kann ich auch bewegen. Sieht dann quasi so aus. Ha? Und so habt ihr, ich habe da hinten einen Fixbaum. Ein Fixbaum, ja, da hinten habe ich einen Fixpunkt, das ist ein Baum, eine Birke. Die werfe ich an und so treffe ich immer wieder meinen Futterplatz. So, Köder ist noch gut. Ich werde mir hier bloß mal einen leichteren Korb anhängen, aber einen größeren. Also hier seht ihr schon den Unterschied. Der ist wesentlich größer, hat aber weniger Gewicht. Also das ist jetzt, ich kann es ja nicht lesen, 30 und das ist 40 Gramm. Dann einfach um ein bisschen Futter auf den Platz zu bringen. Soll ja auch eine Lockwirkung haben für dann später, wenn ich mit Matted Feeder angle, ist quasi wie so ein bisschen vorgefüttert schon der Platz. So, Köder ist noch gut. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Vielleicht mal gut aus, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann, wie das funktioniert. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal im Video schön drauf. Mache ich mal ein bisschen hoch. Weep. Also nehmt euren Fixpunkt an, den ihr habt. In dem Fall ist das sehr schlecht, weil jetzt die Sonne von vorne kommt. Und jetzt ein bisschen die Augen zukneifen. Ich werde gleich mal die Sonnenbrille aus dem Auto holen. Nehmt euren Fixpunkt an. Werft den an, nehmt die Rute hoch und geht dann mit der Rute, also wenn die Schnur reinklebt, mit der Rute mit. Ich mache mir die Clips dann immer wieder raus. Wenn hier wirklich ein Karpfen einsteigt, reißt ihr euch alles kaputt, wenn die Schnur noch am Clip hängt. Jetzt ziehe ich kurz an, Futterkorb leer. Und so habt ihr immer schön eure Stelle. Gut, wenn jetzt ein Fisch beißt, ja, müsst ihr die Stelle halt neu suchen. Es geht jetzt bloß um, also ich mache es eigentlich nur, wenn ich nachfüttere, dass ich immer den gleichen Punkt treffe. Viele magern sich das dann auch an oder versuchen den Fisch mit dem Clip zu drillen. Hm, ich bin da eher vorsichtig. Also wenn da mal ein richtiger Fisch reinbrezelt und das dort in dem Clip hängt, reißt er alles kaputt. Verspreche ich euch. Also er hat ja quasi dann null Bremswirkung. Entweder reißt die Schnur dann über den Clip, das ist bei den moderneren Rollen, Fiederrollen, da gibt es richtige, wo bloß noch Gummi ist, da zieht es den wirklich raus. Das ist eine super Erfindung, habe ich jetzt noch nicht. Das ist so ein bisschen härterer Gummi, ich würde fast behaupten, der würde sich vielleicht auch lösen, wenn da richtig Druck drauf kommt, aber ich will es nicht riskieren, darum mache ich den Clip raus und wenn ich nachfüttere, hänge ich mir den einfach wieder ein und alles ist gut. So, jetzt werde ich mir meine Sonnenbrille aus dem Auto holen und mich schön in die Sonne platzen. Thank you.
So, zwischenzeitlich musste ich euch mal rüberstellen, sonst hätte ich gegen die Sonne gefilmt. Da hättet ihr doch nicht viel gesehen. Gebissen hat jetzt nichts weiter. Ich werde jetzt meine Pellets schon mal einweichen, dass die nachher schön eingeweicht sind. Aber dazu habe ich mir hier einfach so eine Schüssel oder Schalen besorgt. Das mache ich jetzt. Auch nicht allzu viel. Das ist so, bloß so, dass der Boden ein bisschen bedeckt ist. Also ein bisschen mehr wie Boden bedeckt, also. Aber nicht allzu viel, weil bei der Beißfrequenz sinnlos Futter einmachen und das dann wegwerfen muss. Das ist sinnvoll. Das gleiche mache ich hier mit meinen fischigen Pellets. Oh, das sind allerdings Mikropellets. Achso, das hier ist lecker Erdbeer. Und das hier ist halt Mikropellets Fisch. So, dass man quasi die Süße, dass ich quasi die Süße und die fischige Schiene abgedeckt hat. Auch hier mache ich bloß so ein paar. Also, seht ihr das? Da kann ich lieber noch ein paar nachmachen, wenn ich merke, okay, es wird alle. Den letzten Korb befüllt, neue rein. In der Zeit, wo vielleicht ein Fisch beißt oder ich dann den Korb neu auslege, kann ich mir eine neue einweichen. Wächst ja alles nicht auf Bäumen. Ja, hier ist keine wiederverschließbare Tüte zu den Dingern. Da habe ich mir so eine wiederverschließbare Tüte geholt. Ganz einfach, da bleiben die schön frisch und kippen auch nicht aus. So, drehe ich mal ein bisschen runter, brauche ich den Eimer nicht so hochheben. Weak. So, also die kippe ich mir jetzt hier ein bisschen Wasser drauf. Nicht zu viel. Nur so, dass die gerade so mit Wasser bedeckt sind. Deckel drauf ziehen lassen. Hier dasselbe. Bloß so, dass wirklich gerade so Wasser drauf ist. So, jetzt stelle ich mir die schön hier hin. Dann können die schon mal durchziehen. Dann gucken wir mal, ob auf normalen Fiederkörben noch was beißt. Wenn nicht, werde ich gleich umbauen. Mal gucken, ob überhaupt noch was kommt. Entschneidert bin ich ja zum Glück, wenn es auch nicht so zielfisch war. Aber naja, wie gesagt, heiße Phase beim Karpfen. Geht erst in der Dämmerung los. Vielleicht kommen da noch welche. Wasser ist auch noch ziemlich klar, habe ich gesehen. Ja, mal gucken. So Leute, mein Futterkorb habe ich runtergeschnitten. Eingeklippt habe ich. Vorher habe ich noch 4-5 Körbe angefüttert mit dem Clip auf der Stelle. Und jetzt baue ich mir einfach mal einen Matted Feeder Korb an. Auch völlig simpel, wer es noch nicht gesehen hat. Also das ist so ein Matted Feeder Korb. So sieht der final aus. Hier hinten ist eine kleine Mulde, da lege ich nachher mein Pellet rein. Und der ist vom Prinzip her super einfach montiert. Also erstmal hier das Teil dadurch. Dann habt ihr hier eine, also so eine, so ein Loch in der Mitte. Schiebt da eure Schnur durch. So. Diesen Bippus. Na, komm her. Den schiebt er wieder hinten drauf. Dann hängt das Ding quasi so auf der Hauptschnur. Nehmt euch einen Wirbel, der muss dazu passen. Meistens sind die dazu. Ich schlaufe meine Wirbel ein, also ich mache so eine Schlaufe. So. Hier ist die Öffnung, schiebt die Schlaufe hier oben durch. Zack. Also ist gar nicht so einfach mit zeigen. Dann habe ich das quasi so, dann lege ich das
einmal hier drüber, steckt das hier durch die Öffnung. Einmal, zweimal, zieht das hier so durch, dann sieht das quasi so aus und schiebt dann na, komm her. Ah, das ist nicht so einfach, wenn man es zeigt. Schiebt dann hier den Wirbel durch. Sieht das Ganze so aus. Leckt das an. Zieht das straff. Und dann hängt das schon. Schere habe ich hier. Den Rest schneide ich einfach ab. Ich lasse da immer so ein Stück stehen. Ganz einfach, wenn der Knoten sich manchmal noch ein bisschen nachzieht, dass der sich nicht rauszieht. Also hier so ein Stückchen lasse ich stehen. Dann kommt der Wirbel einfach hier reingezogen. Und fertig ist die Montage. Also auch völlig einfach. Auf der Hauptschnur hänge ich mir noch einen Haken an. Beködere das, aber das seht ihr gleich. So Leute, meine Pellets sind gequollen. Geht so. Überschüssige Wasser gebe ich mir ein bisschen ab. So, angeln werde ich hier mit so Erdbeerdampel und den Erdbeerpellet quasi aufeinander abgestimmt. Dazu habe ich mir hier schon mal einen Haken dran gemacht, selber gebunden mit so einem Gummi. Hatte ich glaube ich schon mal gezeigt. Zeige ich irgendwann nochmal. Jetzt wird es allerdings schlagartig dunkel, deswegen habe ich die Zeit nicht mehr. Also hier ist so ein Gummi dran. Dazu gibt es so einen Spreizer für die, die es noch nicht kennen. Breitet man das auf, schiebt diesen Dampel hier rein, zieht das raus und fertig ist die Sache. Boah, auf den Haken selbst schiebe ich mir noch ein Maiskorn. Na, komm doch her. Zack. So, das ist mein Köder. Jetzt nehme ich mir mein Förmchen, da ist hier so eine kleine Mulde hinten drin. Ich weiß, ich hatte es alles schon mal gezeigt, aber man muss ja immer davon ausgehen, dass neue Zuschauer da sind. Lege ich das in das kleine Fach, streue mir ein bisschen von dem Fiederfutter drüber. Ganz wenig, ganz einfach, damit sich der Pellet als erstes löst. Also in dem Haufen. Und dann streue ich mir hier, das sieht gar nicht, ich drehe mal ein bisschen runter, so. Dann streue ich hier schön diese Pellet rein. Jetzt habe ich es verrückt. Nochmal von neuem. Ja, da müsst ihr aufpassen, dass er nicht an die Schnur kommt. Also hier hinten in das Fach den Haken. Bisschen Fiederfutter. Pellets. Dann den Korb und jetzt aufpassen, nicht dass er die Schnur zieht, sonst verrückt er den. Im schlechtesten Fall hängt der Haken dann in den Rippen. Dann drückt er das hier einfach schön zusammen. Ich habe hier so ein Teil, wo man oben aufdrücken kann. Oh. Das wird noch nicht. Ein bisschen nach. So, jetzt. Ja, manchmal klebt es, aber eigentlich hält es immer schön drin. So, und fertig ist die Sache. Ihr könnt euch jetzt auch noch, wenn ihr wollt, ein bisschen Futter drüber streuen, das auch noch andrücken. So, also wenn es ein bisschen nachdrückt, ich drücke es, wenn ich. Gut. Also wenn ich eingeklippt habe, drücke ich es mir immer ein kleines bisschen nach. Ganz einfach durch diesen Block würde es sonst runterfallen und es würde ja den Effekt verderben. So hält es wirklich dran. Also könnt ihr ruhig mit der Hand mal drauf drücken. Hier, da passiert nichts. So hält das schön, kommt es auch wirklich unten an und liegt dann so schön verführerisch unten im Wasser, so dass der Karpfen kommen kann und daran rumfressen kann und sich den Hakenköder einverleiben kann.
So, dann ist die ganze Sache fertig. Mein Clip ist noch drin. Zeig's euch mal. Also Schnur ist noch eingeklippt. Ich habe mir da hinten so einen Baum gemerkt, den ich angeworfen habe die ganze Zeit. Also bevor ich umgebaut habe, habe ich wirklich den Platz noch 4-5 Körbe angefüttert, dass schön Futter auf dem Platz liegt. So, zack, schon habe ich meinen Punkt getroffen. Nippe ich mir die Schnur aus. Also anders wie beim Fiederkorb bewegt er das Matted Feeder bitte nicht. Also es bleibt genauso liegen. Ich lege das mal hier über die Bremse ab. So, Freilauf lasse ich offen. So, und dann ist das Matted Feeder quasi fertig. Jetzt mache ich die zweite Route fertig. Das werde ich euch aber nicht mehr zeigen. Ganz einfach, weil ich jetzt unter Zeitdruck stehe. Also die Sonne geht jetzt so schnell unter, wie ihr es vielleicht im Hintergrund seht. Ist nicht mal viel da von der Sonne. Und ich habe einfach keinen Bock, das im Dunkeln zu bauen. Also gebe ich jetzt schnell Gas, dass ich das andere auch umbaue. Das sieht vom Prinzip her genauso aus. Allerdings mache ich da einen anderen Pellet drauf, und zwar Muschel, ja, und halt die fischigen Pellets. Ansonsten ist die Montage identisch, außer dass das jetzt ein 30 Gramm Futterkorb ist und der andere dann 40 Gramm. Ansonsten völlig gleich. So, zweite Montage ist auch fertig, genau dasselbe. Hier oben sieht man schön diesen Muschelpellet. Habe auch wieder ein bisschen Fiederfutter mit reingeworfen. Da sieht man noch diese Erdbeerstückchen aus dem Zeitzer Erdbeerfutter. Ja, und so geht das Ganze jetzt raus. Schnur habe ich auch hier eingeklippt, auch vorher ein paar Körbe angefüttert. Und ja, meine Birken da hinten als Ziel. Ich habe das auch wieder ein bisschen nachgedrückt, ganz einfach durch dieses Pock fällt das sonst ab. Also alles völlig identisch wie bei der anderen Route. Zack, Neida in der Brühe. Steht da auf dem Zeug rum. Ja, ihr seht schon da hinten, die Sonne geht langsam unter. So, Routen stehen. Jetzt kann ich nur noch hoffen. Das Licht an sehr entfernt. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass jetzt in den letzten, also wir haben es jetzt gegen um 6 bis um 9 werde ich eventuell bleiben, sind noch 3 Stunden. Ich werde das auch ab und zu mal frisch machen, wird auf denselben Punkt, also mit Schnur einklippen und so. Oh, in der Hoffnung, dass noch was kommt. Eben so ein mickriger Weißfisch. Das habe ich mir heute schon ein bisschen anders ausgemalt, aber ich weiß nicht, seht ihr den Qualm? Ne, seht ihr nicht. Also es ist wieder extrem kalt geworden. Ich werde mir auch gleich die Jacke holen. Also kaum, dass die Sonne ein bisschen im Untergehen ist, gehen die Temperaturen wumm wieder in den Keller. Also ekelhaft. Wird Zeit, dass richtig warm wird. Also langsam habe ich die Schnauze voll von dem kalten Wetter. Erstmal zieht man sich jedes Mal, wenn man angeln will, eine Stunde lang Zeug an. Und zweitens beißen die Fische auch nicht so richtig gut. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist bald vorbei. Der April naht, die Vögel zwitschern schon. Gucken wir mal. Ja, meine lieben Angelfreunde, wie ihr seht, es ist rabenfinstere Nacht. Und wie ihr seht, seht ihr nichts mehr an Fisch. Kann man nicht ändern, ist so. Das ist Angeln, sage ich mal. Ja, nachdem der am Anfang so schnell der Weißfisch gebissen hatte, war ich eigentlich voller Hoffnung und Zuversicht. Aber ja, wie ihr seht, hat leider nichts gebissen. Vielleicht wollte ich zu viel. Also es wird doch immer kälter, es sind schon wieder Minusgrade. Also was ist Minusgrade? Um die 0 Grad, sagt das Thermometer. Also Temperaturen sind schon wieder direkt in den Keller gepurzelt. Es will einfach nicht so richtig warm werden. Ja, ich hoffe, das gibt sich jetzt in den nächsten Tagen, dass der Frühling jetzt mit großen Schritten voranschreitet. Ich werde es auf jeden Fall die Tage nochmal probieren. Ja, werde auf jeden Fall sehen, nehme ich euch wieder mit, wie immer halt. Und ja, naja, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo da hat, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.